gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Formel Turbo Saison 2014. Ich meine, Hockenheim, ich sitze aus einer anderen Perspektive. Wie von außen. Das ist ein Replay. Ja, ich habe das Rennen gestern Abend aufgenommen. Diese Abend haben wir es Mittwochmorgen. Ich bin daheim, krank. Wie man es auch hört, geht's gerade momentan relativ in diesem Moment. Schwankt relativ stark. Deswegen nicht, das ist das Replay auf, das ist mal was Neues. Und müsst ihr halt damit das Leben. So, gehen wir mal die Startstelle schnell durch. Und hier seht ihr zum ersten Mal die mit einer Einführungsrunde. Das ist neu und das wird man wahrscheinlich weiterhin beibehalten, weil ich es recht cool finde eigentlich. 2 Rosberg, dann haben wir 3 auf Abt. 4 Ari, 5 schon Vettel, 6 Ricciardo, 7 Alonso, Palmer auf der 8, Hülkenberg, Button. Ist das Verstappen? Müsste Verstappen sein, ja. Lotterer, Kwiat, ich sehe Hamilton, Magnussen, Rochon, Sutil, Prost, Sainz, Bottas, Ocon. Sind wir hier mal on bei mir dann. Ich fand das recht witzig mit der Einführungsrunde. Muss ich sagen. Hat ein bisschen mehr Feeling von echt. Hier ein bisschen Gas und Bremse. Letztlich will ich Vorderreifen Temperatur bringen. Obwohl ich gleich in der Südkurve richtig gefailt habe. Muss ich ja sagen. Aber die ersten 5 Deutsche, das ist schon mal recht witzig. Ja, Eingang. Motor drum und da wo Rosberg einfach mal Vollgas vorbeischießt und mir Richtung Sachskurve. Tja, Deutschland Grand Prix, der zweite. Das Rennen war ja schon vor einer Woche, 2,5. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mal mehr genau. Jedenfalls sage ich mir, ich muss verschnupft anhören und alles. Aber ich versuche das einigermaßen zu bekommen. So, jetzt pass auf, jetzt kommt der Fail. Ich denke so, wui, geh mal Vollgas an, wui. Ich geh in die Box, böser Mercedes. So. Auf geht's in die Startplätze. Aber ich denke, es ist ganz witzig mit Startaufstellung. Dann schauen wir auf das Feld von hier oben. Alle sortieren sich zwar langsam ein. Und vorne ist ein Platz frei, weil Maldonado sich auf die 1 gecheatet hat, dass es nicht antritt. Und gleich hier die Ampel aus. Ich sehe die Ampel, sehe ich nicht. Los geht's! Alle kommen recht gut weg. Rosberg schon mal deutlich besser weggekommen. Ari außen. Rosberg sehr weit in der ersten Kurve hier. Ich gehe mal vorne weg, ja, dass Rosberg weit zurückgefallen ist. Da Ari direkt hinter mir. Rosberg hier neben Palmer und Button. Einiges verloren. Jetzt hier runter Parabolica, runter zu Herpen oder auch Spitzkehre. So, wieder hier raus Richtung Mercedes-Tribüne. Bei Ari, der deutlich später draußen konnte. Ja, ab 3, Vettel, Ricciardo, Palmer, Rosberg nur noch auf der 7. Wenn ich mich, oder? 7? Ja, bis glaube ich schon hinkommen. Hülkenberg, Alonso. Hier haben wir Hamilton. Stark mit seinem Marussia. So, erste Runde beendet. Fällt gut durchgekommen. Hier running wide. Scheiße, der Körper ist so behindert, ja. So, Benny Ecclestone Kurve. So, eine riesen Lücke nach Alonso. Zu dem ersten Mal Marussia. So, jetzt komme ich schon wieder runter. Gute Stelle zum Überholen.
So, da bin ich wieder. Musste ich mal ganz kurz weg. Ihr habt mich ja weiter verfolgt da. Die Onboard habe ich übrigens aufgenommen aus Sicherheit mal. Falls mir der Replay nicht mehr funktioniert hätte. So. Ari, ich habe immer auf der 2. Abt. Vettel, Ricardo, dann haben wir Palmer, Rosberg, Button, Verstappen, Hülkenberg, Alonso. Also die bleiben gleich. Hamilton, Lotterer, Kwiat, Grosjean, Magnussen, Ocon, ist es Ocon? Ja, ist Ocon, das stimmt. Guterres Helm. Bottas, Sainz, Sutil und Prost. Also dann ist sonderlich viel passiert nicht, außer dass ich da ein bisschen Fari wegfahre. Ist eigentlich recht wenig passiert in dem Rennen, muss man leider sagen. Die bleiben immer relativ beieinander, aber so wirklich vorbei kommt da keiner. Ja. Abt. Schon was ein Windschatten fährt. Ich bin um 3,50 gefahren in Begrenze. Ja, auch fast 3,47. Aber Palmer auch wieder stark unterwegs hier. Ich kann jetzt natürlich spoilern und sagen, wo danach ist Boston hier landet. Konstrukteurswertung. Weil dem Palmer ja ziemlich sicher Punkte holen wird. Aber genau sage ich natürlich auch nicht. So, Hülkenberg, der hier auf Verstappen hängt, aber immerhin auf Alonso. Alonso hat ihn ja mittlerweile überholt in der Meisterschaft. Und der möchte natürlich ganz gerne wieder vorbei. Aber Ferrari eh eine recht schlechte Saison, muss man echt sagen. Also, was sind sie, wo sind sie? Sechster oder so? Siebter? Ich weiß auf jeden Fall, dass Toro Rosso vor ihnen ist. Wenn es so weitergeht, mit Piper, dann holt er Force India noch wahnsinnig auf. Also, ja, das ist so wieder so eine... Ich glaube, einer der schlechtesten Saisons, die Ferrari je hatte, irgendwie. Also, die kommen mir irgendwie gar nicht so wirklich klar. Ich wundere, dass sie ja nicht so vorbeikommen. Der GP2 gab so viele schöne Überholmanöver und hier irgendwie nicht so wirklich. Die haben alle so einen recht gleichen Abstand zueinander. Ja, Rosberg kommt halt auch nicht nach vorne. Das war natürlich für mich gut. Hol ich wieder einiges an Punkten auf. Ja, mittlerweile wird der Abstand auch größer auf Ari hier weit gefahren. Ich hab mich so an Bord. Auf die T-Cam. Hier belegt er eigentlich unten rechts einzublenden. Oh. Und da war ja die ganze Zeit auf irgendeinem anderen Fahrer drauf zu sein, aber irgendwie lohnt sich das nicht. Also ich bin heute auch, also mir ist aufgefallen, upsala, dass die Reifen immer recht schön überhitzt haben, schon nach der zweiten oder dritten Runde, deswegen bin ich in der ersten Kurve immer recht weit gefahren. Auf einmal links vorne Reifen recht schnell einen Abgang gemacht hat. Gut, das war natürlich ein bisschen verkackt im Training wahrscheinlich. Alter, meine Nase geht gar nicht. Im Training, aber gut. Gleich 3,50 runter. Happen. Tja, aber sonst. Passiert leider nicht recht viel, muss man sagen. Die haben alle Windschatten hier. Das ist wie wenn alle DRS haben. Die sind natürlich alle mit Grenze, dann, naja, da passt jetzt nicht. Oh, doch, hier. Lotter gegen Hamilton. Lotter arbeitet hier nach vorne. Oh, da gab es eine Berührung mit Hamilton. Aber ist vorbei. Oh, und Kwiat fährt ihm da voll rein. Ja, Kwiat, erstmal Hamilton reinrauschen. Alles klar.
Aber Hamilton holt wirklich viel aus dem Marussia raus, muss ich sagen. Hier hat 3 Punkte vor Caterham momentan. 35 zu 38 müsste es sein. Da ist auch recht eng. Es geht um viele Millionen am Ende der Fahrzeugtestwertung. Spannend, wie ob das auch noch vorbeikommt. Also vorne ist recht wenig passiert, kann ich sagen. Es bleibt recht gleich, wie es jetzt so ist. Dann kann man eher mal ein bisschen hinschauen. Das kann ich auch nicht sehen. Na, Lotto ist eigentlich mal locker easy vorbeigekommen, Ende der Geraden. Mal schauen, wie es mit Kvyat ist. Was hat der eigentlich so nach hinten? Ach, hat er noch einen Herrn Grosjean hinter sich? Ja, Lotto sind 9. Nee, oder? Die 9. Das war auch, die sind sogar hinter Sauber, weil Ocon so viele Punkte holt für Sauber. Ich würde mir auch wünschen, dass der Lotus ein bisschen mehr aufholt, weil eigentlich ist das Auto gar nicht so scheiße, aber Maldonado holt ja keine Punkte. Ist wie bei Force India mit Perez gewesen. Er hat auch keine Punkte geholt. Wie viel Palmer dann in seinen 2 oder 3 Rennen schon geholt hat, ist ja Wahnsinn. Also schlecht ist der Force India nicht. Lotto holt ja auch recht viele Punkte. Da haben wir Magnussen dahinter, der eigentlich auf dem Papier mehr Punkte hat als Hamilton. Ich glaube 22 zu 16, kann es sein? Bin mir da nicht sicher, aber auf jeden Fall hat er mehr Punkte. 22, 18, irgendwie sowas. Der hat da Bottas hinter sich. Auf jeden Fall hat Magnussen mehr Punkte als Hamilton, aber gut, die haben auch die ganzen Punkte kassiert, so wie Caterham auch die ganzen Ausfälle der anderen. Aus eigener Kraft kommen sie recht selten an die Punkte ran. So, wir bekommen jetzt noch Magnus einen Besuch von Bottas. Den Schaden Bottas, ja, 350. Reicht es schon? Nein, reicht noch nicht. Miau. Unter Mercedes-Tribüne. Und Bottas, der hatte auch recht wenig Punkte eigentlich. Hat er, ich weiß nicht, hat er glaube ich Crash, deswegen startet er da hinten. Ja, das ist natürlich recht schwierig vorbeizukommen, wenn alle recht gleich schnell sind, das ist mir auch aufgefallen. Also dieses Feld liegt hier innerhalb von, ich weiß gar nicht, ich glaube zwischen mir und so, das ist keine Ahnung. So, das kann ich natürlich im ganzen Feld vergleichen. Ich meine, Marussia oder Caterham ist natürlich, okay, Marussia nicht so, aber Caterham ist schon deutlich langsam. Ich meine, wenn man schaut, hier, Sainz, Prost, die gucken halt auf den drittletzten, letzten Platz rum. Dazwischen haben sie halt noch Sutil, weil der halt auch nichts rausholt. Ich ziehe vorne meine Kreise. Hier kommt aber auch nicht vorbei her. Marussia, die machen momentan auch wieder einen Fortschritt. Die kommen langsam echt in die Top 10 ran, muss man sagen. Nachdem muss hier teilweise standen, also. Machen deutlich besseren Job als Caterham, muss man sagen. Was sie auch verdient haben, noch mehr Punkte zu holen. Vielleicht auch mit Lotus zusammen Sauber zu kassieren. Ich weiß nicht warum, aber ich wünsche Sauber die vielen Punkte. Die haben sie auch noch dann bekommen. Weil er heißt so viel war, also teilweise echt wahnsinnig plötzlich im Sauber rausholen, das ist unglaublich. Kvyat versucht sie auch mit allen Mitteln. Welche Runde ist er eigentlich? Ich habe nicht mal eine Anzeige. Hier irgendwie eine Anzeige? Nö. Hätte ich mal auch ein Display eine Anzeige. Wir sind in Runde. Steht nicht dran. Doch Runde 11, okay. Von 16. Ne, ja, alles ist eine Abstimmung hier. Dann schauen wir auch, wie er jetzt vorbeikommt. Ich glaube, vielleicht ist er zu weit weg. Aber wie gesagt, ich hätte Marussia Lotus auf jeden Fall wünscht, dann sauber vorbeizugehen, ne? Und Ferrari, naja. Ist es sonst zu vergessen. Da dachte sich Hülkenberg auch, oh, kommt wahnsinnig an. Kommt jetzt, ja, da kommt die Attacke jetzt. Da dachte sich Hülkenberg auch, ey, ich wechsle zu Ferrari. Vielleicht habe ich meine Chance, na, hätte nicht geklappt, hier. Wie
am Ende bleiben ja Siegchancen dann. Voll. Gut, der Frost ist auch noch nicht so gut gewesen bis jetzt, aber man sieht ja, dass beide Lotterei jetzt momentan Punkte holen. Also, die werden jetzt weitergeht holen, die Ferrari noch. Weil ich meine, die holen ja gerade mal, da fällt mir jetzt einmal 10. oder so. Also, die holen momentan recht wenig Punkte. Wo fahren die hier eigentlich? 14. Dann ist der Hamilton 13. Ja, die sind recht nah angekommen. Ja, genau, fast schon. Hamilton 13. So nach und nach. Es wird vielleicht ein bisschen was verschieben. Im Fahrermarkt, vor allem jetzt, weil Perez und Palmer da ein bisschen auseinander driften. Weil wahrscheinlich so wie es aussieht, ich denke mal Palmer es kaputt kriegen wird. Aber was der die letzten Rennen an Punkten geholt hat, da kann der Perez gar nicht mithalten mit seinen 4 Punkten da. Den ganzen ersten 11 Rennen, ne, ersten 10 Rennen. Das hat der Palmer halt von einem Rennen schon doppelt so viele Punkte geholt. Und Norris Ring jetzt Platz 5, 10 Punkte. Das ist schon über doppelt so viel Perez 10 Rennen. Ja, dann ist noch nicht so viel frei. Ich weiß, dass noch ein Caterham frei ist. Ja, und das war's eigentlich. Ja. Die beiden Plätze noch ein direktes Boss in der Kopf, das ist safe. Ja, und das Boss in hier wurde schon die Palmer bekommen. Dann ist Perez, gut, ist halt eh viel Money dabei. Denke ich mal, dass der sagt, also dann nehme ich das zweite, dann nehme ich einfach mal das zweite Kater im Cockpit, was sonst hat halt noch die Möglichkeit aufzuhören. Ja, und der Testfahrer halt. Gibt's ja auch in der nächsten Saison dann die Testfahrer. Wo das Team einen Testfahrer haben. Das erste Rennen ist ja wieder Australien, aber. Nee, Moment, was ist das erste Rennen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, vor dem ersten Rennen wird es einen Testtag geben, wo nur ein Fahrer fahren wird pro Team, und zwar der Ersatzfahrer. Die dürfen jeweils das Auto über Bahrain jagen. Da dürfen also nicht die Stammfahrer fahren. Aber das seht ihr dann bald auch in den Testfahrten-Dingern. Das sind ja erst nur Rennen 12 von 22. Also wir sind dann noch gerade mal im zweiten Anfang der zweiten Saisonhälfte jetzt hier. Wenn ich mir den Abstand momentan anschaue, ist glaube ich so gut die 8 Sekunden oder so. Wenn ich mich so ein bisschen zurück erinnere an gestern Abend. Wie groß die Mercedes-Tribüne aussieht, die ist echt riesig. Das wäre erst auf ihn aufgefallen, wenn die TM-Finale war dieses Jahr. Hallo Zuschauer. Hallo, hallo, Pinkball. Ey, das sind alle unterschiedliche Typen, oder? Ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Ich finde immer noch besser solche Plastikdinger als irgendwie gar keine. Ja, die Zuschauer, egal. Moment, ich will mal zur ersten Kurve kurz gehen. Zur Nordrep. Was bin ich denn jetzt? Was bin ich denn hier im Motodrom? Ich bin hier im Motodrom. What the fuck? Da war ich auch schon mal. Ah. Da. Nee, da. Nee, da. Da war ich so mal. Jetzt einmal auf 2010 oder so. Ja, diese Kameras, die sind das echt schlimm. Ja, was mach ich denn jetzt hier? What the fuck? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Motodrom. Bei den Ecke ist so die Kurve. Ich bin Start und Ziel. Erste Kurve. Mensch. Ja, genau, so ungefähr. Genau. Und da war hier der Fenster ungefähr bei dem Rolex-Schild hier. Rolex-Werbung. Da war ich so, da die Tribüne, hier irgendwo. Eine von den drei das ungefähr. Ich glaube sogar eher da, als ich glaube zwar da irgendwo, zwischen den beiden. Ich war eher kurz vor dem Scheitelpunkt. Obwohl, ich bin doch da. Auf jeden Fall ungefähr da bei den zwei Tribünen war ich im DTM-Finale. War echt nice Platz, weil ich war direkt genau vor dem Fenster praktisch. Jetzt zwei Kurven, also ich weiß gar nicht, wie die vorletzte Kurve heißt. Auf jeden Fall die vorletzte, die Südtribünenkurve sehen. Ganze Start und Ziegeraden, die erste Kurve natürlich logischerweise.
dann die Bernie Ecclestone-Kurve und dann bin ich auf die Geraden rausfahren. Also ich konnte echt recht viel sehen, muss man sagen. Und wenn du den Fernseher vor der Fresse hast, ist auch nicht schlecht. Das ist sowieso, wenn ich eines, was man fast haben muss, so ein Fernseher davor. Aber war echt geil. Hab viel gesehen von da aus. So, ja, wann ist er mal eigentlich? 815. Moment, ist das denn die letzte schon, oder? Wir sind jetzt 815, oder? Dann müsste es jetzt gleich die letzte sein. Genau. Eine Runde noch. Last Lap. In Hockenheim. Parabolika. Ohne DS. 350. 100 zu Herben. Wo ich 2012 also Formel 1 war. Und Viertel Außenraum geholt habe, ich das live gesehen habe, gegen Button und eine Strafe bekommen. Weil lol. Das habe ich gerade damals gar nicht so gesehen irgendwie. Hab ich gar nicht drauf geschaut eigentlich, obwohl ich genau gegenüber war eigentlich. Na egal. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, dass der außerhalb war. Das siehst du halt nicht, weil ich relativ niedrig ist, weil es so ein kleiner Hügel ist. Und du gar nicht so wirklich wie es siehst. Die Boxen, die Wände da meine ich jetzt. Das hab ich, da, ich konnte halt Helm und so erkennen, aber. Das war jetzt irgendwie, und ich habe gar nicht so drauf geachtet, dass der Vettel neben der Strecke war. Das habe ich dann nur auf dem Bildschirm gesehen. Ey, Vettel hat eine Strafe. Ich so, what? Ich habe gar nicht mitbekommen. Vettel war auf einmal, aber so weit hinten, und so, lol, Strafe, wegen dem Überholen. Und jetzt gewinne ich hier den großen Preis von Deutschland, Number 2, in Hockenheim. Jo. Jetzt kamen die Burnouts. Für die Fans. Die Gummilinien drehen sich wieder, backen wieder weg hier. Was ist das denn? Schau mal, wer reinigt die so schnell weg hier? Hier nochmal. Vollgas! Erstmal den Motor kaputt machen. Ja, jetzt pass auf, jetzt kommt der Ace-Beste. Jetzt pass auf. Dong! Ach, Mozart. Das war episch. Erstmal muss man auch das mir voll egal ohne reinfahren. Genau, er parkt halt genau schön hier. Ja, er lenkt noch. Ja, Bottas, was war denn das jetzt? Ja, für den Ari wird's weiter. Ab dritter. Mein... Okay, hat die Replay aufgehört oder hängt das Spiel jetzt? Ich glaube, ich habe die Replay aufgehört. Vettel vierter. Palmer fünf. Moment. Echt Fünfter geworden. Ja. Ari, ab, Vettel, Palmer, genau. Ricardo, Rosberg. Also der hat jetzt einige Punkte wieder auf mich verloren. Verstappen, Button und Hülkenberg. Dann Alonso, Lotterer, Hamilton stark auf der 13. Da bin ich mal gespannt, dass man da schon rausholen kann über die Saison vielleicht. Kwiat, Roger, Bottas, der ausgestiegen ist mittlerweile. Magnussen, Ocon, Sainz, Sutil, Brust. Und zum Maldonado, der nicht gestartet ist. Jo, das war's dann eigentlich aus Hockenheim. Und, hier stehen die Autos, die sich nicht mehr bewegen, aber der Heli noch rumfliegt. Jo, auf jeden Fall. Ja, und dann sehen wir uns dann in Ungarn am Sonntag. Oder beziehungsweise am Freitag. Ja, übrigens Formel BW Tester. Die Formel BW Track Race Cup. Ein Testtag und seit Samstag Chipitou. Weiß gar nicht wo schon wieder. Und am Sonntag Formel Turbo Ungarn. Bis dann, haut rein. Ciao.